dem Busbahnhof von Antigua und da ist ordentlich was los. Das sind alte Schulbusse aus den USA, die dann nach Lust und Laune des Besitzers umgemalt werden. Ja, und so letztendlich schön bunt aussehen. Antigua ist von drei Vulkanen umgeben, dem Wasservulkan, dem Acatenango und dem 3763 Meter hohen Vulkan Fuego. Der macht seinen Namen alle Ehre und stößt ungefähr 15 Mal in der Stunde Rauch und Asche aus. Hier sehen wir jetzt gerade, wie blaue Tortillas gemacht werden. Normalerweise sind sie ja weiß, aber es gibt ja verschiedene Maisarten, unter anderem eben auch den schwarzen Mais, und dann kommen da blaue Tortillas raus. Ja, ich bin hier auf einer Kaffeeplantage unterwegs, oberhalb von Antigua, wo einer der besten Kaffees von Guatemala wächst. Und die Bäume, die man hier sieht, die großen, das ist Gravilea. Und die werden gepflanzt, damit der Kaffeestrauch Schatten bekommt. Denn der Kaffeestrauch macht es ja hoch und der mag es gerne schattig. In dieser Kooperative wird die Baumwolle mit natürlichen Stoffen gefärbt. Also meistens mit Pflanzen, aber auch mit Baumrinde oder mit Samen. Das ist der Gemüsemarkt von Chichicatenango. Und von der oberen Etage hat man auch einen schönen Blick auf das bunte Treiben hier. Jetzt hier in Livingston, ein bisschen am Ende der Welt. Eine Stadt der Karibik. Es ist jetzt gerade irgendwie so richtig schön feucht heiß. Es hat geregnet zwischendurch immer wieder. Jetzt kommt die Sonne raus und da hinten ist es schon wieder total schwarz. Da wartet bestimmt gleich der nächste Regenschauer auf uns. Tikal ist wohl die wichtigste Maya-Stätte von Guatemala. Hier haben die Mayas 500 nach Christus eine Stadt in den subtropischen Regenwald gebaut und ungefähr bis 800 nach Christus existierte dieser Ort. So, jetzt habe ich es gleich geschafft. Ich bin jetzt auf der größten Maya-Pyramide in Tikal angekommen. Ungefähr 200 Stufen, 62 Meter hoch. Und dann dieser Ausblick. Im Macau Mountain Park werden Vögel, die in Gefangenheit gehalten wurden, ausgewildert. Oder es wird sich hier um verletzte Vögel gekümmert. Jetzt in den Corcovado Nationalpark mit diesem Bötchen da. Wir fahren da jetzt anderthalb Stunden, ungefähr 60 Kilometer und ja, haben jetzt erstmal einen feuchten Einstieg, würde ich sagen. Wir sind jetzt ein Stückchen am Strand lang und jetzt geht's in den Wald. Und die Geräusche des Urwalds werden jetzt das Meeresrauschen ablösen.